Na Günther, ich komme aus dem Bude. Wir machen heute weiter Striker Challenges in Mario Strikers Charged Football. Und oh Gott, beim letzten Mal wurden wir komplett auseinandergenommen, haben eigentlich so ziemlich die ganze Folge an Yoshi gesessen, der innerhalb von einer Minute einen 5-Tore-Rückstand gegen Wario auf der Wüstengruft aufholen musste. Und es wird nicht besser. Keine Toleranz. Das letzte Spiel der Vorrunde im Bowser-Pokal. Und Bowsers Team... Das letzte Spiel der Vorrunde im Konga-Pokal. Und Bowsers Team hat im 8. Spiel in Folge ohne Gegentor die Chance, einen Rekord aufzustellen. Kann er das königliche Kraftpaket überwinden? Wir müssen jetzt gegen ein Hardcore-CPU ohne Gegentore zu kassieren gewinnen. Und ihr wisst, wie scheiße schwer das ist. Vor allem, weil der Keck da hinten drin immer eine Pflaume bleiben wird. Scheiße, ich dachte kurz, Toad wäre meiner. Ich bin es einfach zu gewohnt, den zu spielen. Oh nein! Oh! Knochentrocken trifft nicht mal ein Torwart, sondern direkt das Tor damit. Scheiße, da ist Birdo zu schnell wieder auf ihr Leben klargekommen. Ich spiele wieder sehr defensiv. Wenn ich mich direkt zum Torwart stelle, hat der Gegner nicht so viele Chancen. Oh, da kriege ich sogar noch ein Tor, lol. Da renne ich einmal vor. Digga, wie trifft der bei mir nicht mal den Torwart, der Knochentrockene? Aber die Mission soll ja auch nicht schwierig sein, weil man keine Tore schießt. Monty steht zu einsam. Wir kriegen noch einen schwachen Megaschuss raus. Dadurch, dass wir ein bisschen hier Feuer unterm Hintern machen, der Alten. Kriegen dafür auch ein Tor. Davon hätte Yoshi letztes Mal nur träumen können. Nunchuck! Ihr seht, 3 Minuten müssen wir durchhalten. Wir haben immer noch ungefähr eine. Torwart! Ich stehe extra hier hinten, damit selbst wenn ich den Ball verliere, der Torwart eingreifen kann. Ich habe mich gerade gefragt, warum da oben rechts in der Ecke steht, dass ich 3 Bananen habe. Das war eine Banane auf dem Feld. Das Gute ist, mit dem Scheiß kann Peach auch ihre eigenen Teamkollegen treffen. Nein! Das ist ja so mies! Mit dem Stern einfach einen Megaschuss kaufen! Fuck! Jetzt haben wir die Scheißmission wegen dem verkackt! Das ist ja so ein Bullshit! Wir waren die ganze Zeit gut dabei! Kein Rekord. Was ist denn das? Das ist halt so mies. Ich meine, bruh, ne?
kriegt halt einen Megaschuss for free. Oh, ich hab Kettenhund. Ich überleg grad, ob ich den nicht schon jemals hatte in dem Game. Hier, räum mal ein bisschen auf, Junge. Natürlich gerade die Peach nicht, ne? Digga, der räumt hier mich auf, der Hässliche. Oh, scheiß Panzer. Geh hin! Ich muss immer noch selber ein Tor schießen, nicht vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie man Bubus Trickshot nutzt. Nein! Scheiße, war ein Rückweg. Nein, komplett ungecharged 3. Ich brauche ja noch ein Tor, das dürfen wir nicht vergessen. Es geht einer rein. Sogar zwei. Nur noch 6 Sekunden. 1. Apfel! Geholt! Jawohl, die Mission war irgendwie echt einfacher als Yoshi. Bowser freut sich aber mal richtig, Digga, ist er der Imperator. Sehr schön. Bowser stellt Rekord auf. Bowser besiegte Peach und stellt mit 8 Spielen in Folge ohne Gegentor einen neuen Rekord auf. Zumindest musste ich nur 1 gewinnen. Spielfeldkippe. Wir werden die ganzen Cheats ja noch in der letzten Folge sehen. Ich glaube aber wirklich, die wird noch ein bisschen hin sein. Also für Diddy Kongs Folge, für Diddy Kongs Mission plane ich 2-3 Folgen ein. Die letzten 3 Missionen. Mutant-Tyrann, der hört sich, finde ich, nicht so schlimm an. Der Zweier-Zweikampf. Mutant-Tyrann, der hat das Finale im Superpilz-Pokal erreicht und steht im Kampf um die Meisterschaft Donkey Kong gegenüber. Beide Teams mussten einiges einstecken und so stehen auf jeder Seite nur noch der Captain und ein Teamkamerad auf dem Spielfeld. Auf Deutsch ist es wirklich gegen Donkey Kong und wir haben beide nur ein Teammitglied. Bitte, gib mir ein gutes Teammitglied. Das ist halt, das entscheidet wirklich viel jetzt. Wenn die mir Toad geben, dann sehe ich echt nicht, wo die Mission schwer ist. Monty. Ach, er hat Toad, der Glückliche. Aber er abused ihn vermutlich nicht so gut wie ich. Und das ist doch ein guter Beginn. Jetzt in meinem Ernst. Erstens, was ist das für ein Stadion? Aber ich sehe gerade wirklich die Schwierigkeit nicht. Ach, scheiße. Da hätte ich vielleicht sogar einen Megaschuss rausholen können, aber auf jeden Fall einen geladenen Schuss.
wenn das Nunchuck mich gelassen hätte. Ich wollte eigentlich noch nicht schießen. Ich wollte chargen. Aber wie gesagt, ich muss hier auch nicht ohne Gegentor oder sowas gewinnen. Ich muss einfach nur gewinnen. Und das ist die letzte Legendenmission. Wo kommt der andere Monty her? Also theoretisch wäre noch ein Monty bei mir im Team. Danke fürs Chargen. Also, erstens, dass hier keine Musik ist, ist ein bisschen okay. Aber das hier ist echt keine schwere Mission. Das Ding will gerade nicht. Das hier ist doch nicht schwer, ich verstehe das nicht. Zu 0. Jetzt mal im Ernst, das ist gefühlt einfach. Ich finde, das ist einfacher als ein 4 gegen 4. Das, was die hier als Hindernis ansehen, ist für mich hier ein Vorteil. Ich habe auch ein Team, das kann auch alleine gut arbeiten. So ein Knochentrocken ist, glaube ich, relativ Teamwork-abhängig. Aber Mutant-Tyrannia und Monty, allgemein diese defensiv- und schussstarken Charaktere. Das Einzige wäre halt wirklich, dass wenn er es mal gescheit machen würde, Toad mich komplett outrunnen könnte. Und damit halt Tore machen, wie ich sie gerne mache. Geh zurück in die Wand. Oh Gott, er hat sein Special. Wenn es jetzt Diddy Kong wäre, dann wäre es jetzt wirklich eine schwierige Situation. Ich lieg 3 zu 0 vorne. Das war komplett kacke. Ach, das dreht die Stage. Ich glaube, der Cheat, den wir gerade bekommen haben, ist so, dass er das macht, aber halt dauerhaft. Ja, ich bleib dabei. Das ist eine der einfachsten Missionen. Man kann es ja mal versuchen. Das war eine der einfachsten Missionen. Ihr könnt mir nichts sagen. Das war vollkommen easy. Gar kein Problem. Ich verstehe es gerade nicht. Was war schwer an der Mission? Wenn ich nur zu zweit gewesen wäre, aber Donkey Kong zu viert, dann ja. Mutant-Tyrannia gewinnt den Zweier-Zweikampf und holt sich zusammen mit ihrem Teamkameraden Monty Maulwurf den Pokal. Und es war so fucking easy. Das ist für mich der wichtigste Cheat. Das heißt, das ist... Den kriegt man halt echt geschenkt. Ich bleib dabei. Das ist die letzte Legendenmission und man kriegt die komplett... Das ist einfach keine Herausforderung gewesen. Aber jetzt geht's ab. Die letzten zwei Missionen. Mega Striker. Zumindest klingt die Missionsaufstellung hier nicht ganz so schwer, aber ich glaube, ich unterschätze Items auch ein bisschen. Finale im Pilzpokal. Bowser Jr. sieht sich seinem Erzrivalen Bowser gegenüber. Warum sind sie Erzrivalen? Doch der Verband hat Bowser Jr. eine harte Strafe auferlegt. Da er bei seinem Halbfinalsieg die Items manipuliert hatte, darf er in diesem Spiel keine einsetzen. Kann er das trotzdem gewinnen? Wir werden sehen. Ich finde eigentlich, das klingt nicht so schwer hier. Einfach gewinnen ohne Items. Ich meine, wenn die mir jetzt sagen, hier, du liegst 3-0 hinten und hast noch 40 Sekunden.
Aber nee, 0-0, wir spielen das Spiel von Anfang an. Ich hätte zwar einen Toad ganz gern gesehen, Bowser hat auch keine gute Mannschaft. Ich nenne das inzwischen das Diddy Kong-Phänomen. Ja, so kann er natürlich treffen! Du solltest nach vorne passen, du dummer Horst! Ich muss mal damit lernen, umzugehen. Ich glaube, das kann in diesem Duell wirklich wichtig werden. Das ist halt wirklich in der Form ein Problem. Ich glaube zwar, die Gegner schert das nicht so, aber der kann halt eigentlich alles machen, was er will. Der Gegner ist das größte Problem. Weil eigentlich, wenn man hier so miese Plays macht und auf die Fresse gibt, wenn es komplett unberechtigt ist, kriegt der Gegner dafür ein Item. Und wir haben diese Hämmer nicht getroffen. Also das war ja mal komplett Betrug. Ich muss aber sagen, bei Bowser funktioniert diese Only-Toad-Taktik noch ein bisschen besser. Weil bei Diddy Kong war die Sache, der hatte halt wirklich gar keine offensiv starken Charaktere dadurch dabei. Aber Bowser ist halt selber offensiv. Ja, okay, das ist gelaufen. Vergesst es, das haben wir achtmal verloren. Der hat 6 Fully Charged Megaschüsse. Oh! Digga! Richtiger Bot! Das ist halt wirklich die Sache. Situation wie gerade eben, da hätte mir wirklich ein Item den Arsch retten können. Ich lieg aber immer noch hinten. Ich sehe hier wirklich Hammerbruder als Nummer 1 Win Condition. Und er flext halt noch schön und dönert immer mit seinen Items rein. Na, schade. Ich glaube, er passt. Nein, da war er gerade wieder einsatzbar. Oh, Cooper, Ausgleich. Aber ich sag's, wie es ist. Die Mission ist auch nicht so schwer. Die Mission könnte auf jeden Fall schwerer sein. Er wird einen Bob-Bomb nutzen. Oder? Ja, halt, das ist richtig mies. Das ist halt so komplett last second. Oh Gott, das ist ein Tor. Nee, doch nicht. Nein! Ich glaube, irgendwie, ich habe das Gefühl, Cooper schießt in der Regel sehr hoch. Wir können das durchaus verlieren, aber ich sehe hier irgendwie, dass die Mission insgesamt nicht so schwer ist. Hammer Bro. Steht frei? Nein, das war doch schon! Der Digga geht halt auch hin, ihr Keks. Ich glaube, das Item hat ihn gesaved. Thank you.
Er hat Bomben. Das ist verdammt close. Ich wollte gerade sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass Bowser nicht zum Schuss kommt. Und kein Trickshot. Oh mein Gott. Was passiert hier? Nein, das war's. Fuck! Wie lange brennt der eigentlich? Ich dachte, der hätte schon seit einer halben Stunde aufgehört zu brennen. Mann! So knapp! Vor allem, ich war mir so sicher, dass ich das gewinne. Hammerbruder hatte so zwei, drei Situationen, denen kann mir keiner was sagen. Das waren doch... Die waren ausgeführt, die waren drin. Ich bleib aber dabei. Diese Aufstellung ist mit Bowser deutlich effizienter als mit Diddy Kong. Oh. Jawohl! Führung. Führung für mich, wenn der jetzt wieder nicht drin gewesen wäre. Ich habe auch das Gefühl, ich habe das defensiv nicht unbedingt beste Team. Der scheiß Panzer! Oh, Bowser hat sein Special. Aber ich bin gut drumherum gekommen. Und Hammer Bro? Rein da! Wieder knochentrocken macht aus Hammer Bros Vorlage. Ich rechne immer damit, dass der hier seinen Steuerkreuz-Move abziehen will. Oh, oh, oh! 3-0! So soll das aussehen! So soll das aussehen! Ich erkenne einfach nicht, wieso diese Mission hier und die davor schwerer sein sollen als die Yoshi-Mission. Ich habe das Gefühl, wenn der Ball mehr gecharged ist, kann Knochentrocken weiterkommen mit seinem Gedöns. Wir liegen 3-0 vorne. Das ist auf jeden Fall gut. Oh! Und ja, auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie weit Knochentrocken mit dem Ball gekommen ist. Das war unfassbar close. Die Sache ist die, wenn ich die Toads nicht zum Trickschuss kommen lasse... Sind sie nicht bedrohlich? Nein! Aber es ist jetzt auch noch nicht die Situation, in der es so wichtig ist. Ja, ich denke, doch nicht. Ich hab das Gefühl, hier ist der Torwart gar nicht mal so eine Pflaume. Nee, ist er nicht. Actually, im Gegenteil, der spielt gut. Und dieses Mal zweiter Versuch. Ich sehe ehrlich nicht, wo diese Missionen so schwierig sein sollen. Second Try, 4-0. Beim ersten Mal habe ich Bowser zu viel Freiraum gelassen.
Aber das war die vorletzte Mission. Bowser Jr. holt den Sieg. Keine Items, kein Problem für Bowser Jr. Überraschungssieg im Pilzpokal. Immer Trickschuss, aha. Ja, es fehlt noch eine Mission. Ich werde sie euch auf jeden Fall in diese Folge schneiden. Aber außer ein, zwei Versuchen an einem anderen Tag aufnehmen müssen, weil ich will nicht, auch wenn die vielleicht eine ganze Folge braucht. Okay, demnach entscheide ich dann. Ich werde dann eben morgen nochmal aufnehmen. Und wenn ihr dann nach den Versuchen, ich werde euch das dann sagen, ein Partende seht, wisst ihr, dass diese Mission nicht gut lief. Die Augen der Welt sind auf Diddy Kong und sein Team gerichtet. Er und sein Team haben die Chance, einen Zeitrekord für 100 Tore aufzustellen. Doch dazu müssen sie nicht nur 7 weitere Tore schießen, sondern auch Yoshi besiegen, um die Finalrunde des Sternpokals zu erreichen. Wird Diddy Geschichte schreiben und in die nächste Runde kommen. 7 Tore müssen wir schießen. Wobei hier noch relativ wichtig ist zu bedenken, das heißt nicht 7 Tore Vorsprung. Wir können hier 7-6 gewinnen. Wir haben die Mission dann geschafft. Kristall Canyon, ich denke, das hilft. Ich sehe Shy Guy Knochen. Oh Gott, mein Team gefällt mir nicht. Schön! Aber ich glaube auch, man kann halt wirklich einfacher... Ah, ich sehe aber auch schon, was die hier gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, das war so ein mieser Plan von denen. Oh mein Gott! Ich muss irgendwie genug Freiraum bekommen. Mann, es ist so mies. Yoshi ist gerade alleine. Yoshi war gerade die ganze Zeit alleine, weil ich mein Special bekommen habe. Wenn ich es schaffen würde, beide Gegner damit zu treffen. Mann! Das ist schon wieder das! Hä? Man kann das canceln, den Move? Und noch bessere Frage. Warum würde man es in der Situation? Also das wird fucking schwer. Gewinnen sieht nicht wie ein großes Problem aus. Aber dabei 7 Tore schießen. Ich meine, ich habe 1. Ja. Wie gesagt, die Gegentore sind relativ egal, solange ich gewinne, aber... Der Ekelhafte. Ich sehe mich nicht gewinnen. Wenn ich das sage, stelle ich gerade sogar in Frage, ob ich denn das Duell gewinnen würde. Aber okay, irgendwie ist es gerade ja auch... Ist das euer Ernst? Irgendwie versuche ich ja gerade auch eher auf Megaschüsse zu gehen. Und man könnte meinen, das geht mit so wenigen Gegnern. Aber die haben halt... Das ist halt das Ding. Der hat ein richtig schnelles Team, der Hässliche. Es steht 1-1. Ich wollte gerade noch sagen, ich will zumindest Golden Goal, um zu sehen, ob das Spiel dann überhaupt eins macht. Weil wird irgendwie ja keinen Sinn ergeben. Aber wir kommen nicht mal ins Golden Goal. Nee.
Also einen Versuch mache ich jetzt noch, den Rest mache ich morgen. Dass es keinen Neustart-Button gibt, ist aber scheiße. 7 Tore schießen. Die haben echt einen Arsch offen. Also, pff. Die haben echt einen Arsch offen. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, um das effektiv zu schaffen, ist halt wirklich regelmäßig durch Diddy Special ohne Gegner auf dem Feld zu sein und dann gute Megaschüsse rauszubekommen. Und ich darf nicht mal Diddy spielen, aber alle anderen. Ich glaube, das ist die schlechtestmögliche Aufstellung für mich. Jetzt führt er sogar direkt 1-0. Der Versuch ist halt schon verloren. Digga! Ich kann nichts machen! Warum haben wir jetzt eigentlich hier ständig so viele Spieler? Da habe ich mich schön mit Bananen eingebaut, war aber zu unsicher und habe nur 4 Schüsse deswegen. 2 sind drin. Digga! Wie trifft mein scheiß Scheigei den Keck nicht einmal? Ja, wenn... Ich habe das Gefühl, mehr Spieler sind ein Nachteil für mich. Meine einzige Chance, effektiv was zu erreichen, ist Megaschuss. Nein, okay, irgendwie hat es doch geklappt, weil ich aus irgendeinem Grund dachte, das geht jetzt von Knochen trocken ab. Digga, ich gewinne ja nicht mal das scheiß Match. Und jetzt ist gerade aber auch hier. Ich dachte, Yoshi wird auch getroffen. Ja sicher, kann das aus dem Kackding da rausziehen. Monty ist noch da. Jetzt mal im Ernst, wenn die Teamkollegen hier irgendwie decken würden. Wenn meine Teamkollegen Diddy Kong decken würden. Ich war... Digga, jetzt hat mir mein scheiß Scheigei Angst gemacht. Aber warte. Habe ich richtig gesehen, dass Shy Guy Stachelpanzer abgefangen hat? Es geht halt nur einer rein! Ja super, jetzt ist der Pilz aktiv. Scheiße! Vier zu drei. Aber wir liegen nicht in der Zeit. Ja, jetzt geben sie mir keinen Diddy Kong. Ich hatte eigentlich schon losgelassen, aber juckt ja nicht. Zu 3. Es ist nicht unmachbar. Ach, scheiße, ich dachte schon. Wieder auf Zeit, der Ekelhafte. Fünf Grüne? Das kann's sein.
Du kleiner Pisskopf! Wenn von den fünf auch nur einer drin gewesen wäre. Was ist das? Das ist ja so ein dummer Betrug. Ich hätte das gewonnen. Was ist denn das für ein Betrug? Was ist denn das? Der hat einfach alle Megaschüsse gehalten. Wie? Wie? Also komm, unfairer geht's doch nicht. Ich hätte 2 Tore gebraucht. Es sind 9 Megaschüsse auf sein scheiß Tor geflogen. Und nicht einer geht rein. Ihr seht ja, ob ich's noch heute schaffe, also in der Folge. Ich brauche jetzt aber auch eine Pause, das ist ja mal so unfair. Was zur Hölle? So ein Scheißdreck. Didi verfehlt Rekord. Und das so unverdient, Alter.